Hallo Freunde und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2, wo wir hier immer noch an einer ziemlich bescheuerten Stealth-Aktion hängen. Ich habe mal nachgeguckt und unser erster Versuch beim letzten Mal war eigentlich ziemlich gut. Das war ziemlich richtig. Wir schleichen uns hier einfach rum. So. Die Nebelgestalt werde ich gleich, die brauche ich nämlich gerade noch nicht. Jetzt müssen wir da hinten den ablenken, der da jetzt hinten lang marschiert, wenn der auf dem Weg zu dem, zu wenn er hinten angekommen ist. So. Aha, hat funktioniert. So, da hinten müssen wir hin. Ja. Ich vermute mal, dank Nebelgestalt können wir diesen Dingern ausweichen. Ich hoffe es mal. Ich vermute aber auch, irgendwas ist mit diesem Boden. Okay, das funktioniert also schon mal nicht. Gut, das heißt drüber springen. Und nicht zu lange auf diesen Dingern drauf stehen bleiben. Was? Ja, komm. Ja, ich kann die Sequenz leider nicht überspringen. Verwandle dich doch in Nebel, du Idiot. Ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht 35.000 Mal diesen Knopf gedrückt. Aber ich weiß halt auch nicht, wo ich dann dahin soll. Das ist halt so mein Problem gerade. Ja, danke. Aber das Spiel sagt halt so, nö. Gut, dann. Ja. Bin zu früh runtergekommen. Freuen wir uns doch. Diese Sequenz ist echt Käse. Ja, danke. Wie gesagt, ich verstehe halt nicht, wo ich da hin soll laut Spiel. Okay. Ich soll einfach weiter nach oben und das Spiel war zu doof, mir das zu erklären. Das ist gut zu wissen. Na, andersrum wäre sinnvoller gewesen, aber hey. Stört uns jetzt gerade mal nicht. Gut, hallo Aufzug.
ist Trevor mal wieder. Und er will, dass wir ihm dahin folgen. Irgendwann dann geht's wieder zurück in die Vergangenheit. Sonst wird es da nicht so schwarz werden. Könntest du einen Schritt zulegen, Gabriel? So, was kriegen wir jetzt da vorne? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an einen Bosskampf aus Devil May Cry 4, war es, glaube ich. Mal gucken. Das sieht auf jeden Fall nicht beruhigend aus mit den drei Statuen da. Okay, Nebelgestalt funktioniert nicht. Angreifen geht auch nicht. Springen kann ich auch nicht. Ich kann interagieren mit B. Das ist aber auch alles, was das Spiel mir gestattet. Gut, gehen wir halt wieder zurück. Wenn ich hier nichts tun kann, dann kann ich hier nichts tun. Aber ich hätte nicht verstanden den Sinn dieser Sequenz. Aber gut. Wen haben wir denn da? Der zweite Diener. Do my eyes deceive me? Episches Rumgestöhne. Wow. Which dark hole have you crawled out from? Beloved Father, open the gates of hell, for I have a gift for thee. Wie kommt mir seine Stimme bekannt vor? Ja gut. Das war so nicht gedacht. Okay, ich muss halt jetzt vor ihm wegrennen. Which dark hole have you crawled out from? So the dragon lives. Ja, naja, kriecht gerade er aber. We thought you dead. Hörst du mal mit dem Scheiß auf, bitte? Was ist das denn für eine affige Sequenz gerade?
Jetzt hat er uns wieder. Going, little dragon? Achso. Eternity alongside my father awaits you. Habe ich wenig Lust drauf, du. Okay, wir mussten ihn hier hinlocken für den richtigen Bosskampf. What in hell's name? Very clever. So you have lured me to your castle. My power here is pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. Warum habe ich das jetzt nur erwartet? Na danke. Was für gegen drei Gegner oder was? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber ich habe wenig Lust drauf. So. Daneben. Okay. Blocken kann ich die also. Renn doch nicht weg. Wieder das Maul geben. Haha. Okay. Haben wir uns schon mal einen erledigt. Das ist ganz anders. Jetzt hat der aber plötzlich die Blitzkraft geerbt. Nein. Nein, 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 nein. Autsch. Ich hab zu früh gedrückt. Der Typ kann also blocken. Na komm. Ja, könntet ihr mal aufhören, die ganze Zeit von mir wegzurennen? Dann hau ich dich halt ein bisschen. Nicht dem Kerl? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Wie sein. Ja. Den Block kann ich ihn zumindest nicht kaputt machen. Okay, ich habe nicht mit einem Riesenhaube gerechnet. Könntet ihr jetzt dann halt weiter so. Hm.
Your suffering. Komm her. Komm. My father is eager to receive you in hell. His thirst for you knows no limits. So, wir sind wieder geheilt und na, komm her. Aha. So. Schalten wir jetzt den zweiten aus. Der dritte hat noch ein bisschen Macht. Gut. Your existence will know only pain. Wie das mit Müll? Der Rückhand getroffen hat. Komm, lass dich doch einfach von hinten prügeln. Gut, dass der Kerl treffen kann. Und gut, dass wir so einen riesen Baumstamm blocken können. Der regeneriert. Wir müssen rankommen. Zwar eigentlich gedrückt, aber hey, wahrscheinlich müde zu langsam. So, was müssen wir jetzt? Wo fängt es jetzt an? Ja, zumindest mit der Katze. Nö, gibt es nicht. Das Stückchen. Du wirst kennenlernen, wie es sich anfühlt, Musik zu hören. Aber ich vermute, das war der Boss heute noch nicht. Ich denke mal, da gibt es jetzt noch eine Phase. Hat er sich jetzt auch nochmal irgendwie in ein Monster verwandelt oder so? Das überrascht mich jetzt. Haben wir auf jeden Fall gut Matsche gemacht aus seinem Kopf. Da oben habe ich so einen Opferaltar gesehen. Ja, und jetzt kommen wir nämlich wieder zurück. Da waren wir ja eben schon mal. Und sieht strange aus, dieses Horn da. Hauptsache Trevor hat seinen Spaß. Hey, 4000 Erfahrungspunkte. Alter Falter. Chaoskrallen, was können wir uns denn mal Lustiges kaufen? Chaoswelle. Das waren doch die Flammenkrallen, ne? Das war die. Das war halt schon ziemlich awesome, ne? Also es sieht zumindest ziemlich awesome aus. Gucken wir es uns mal an.
brauche mal die Nebelgestalt für, aber die habe ich eben meistens ausgerüstet im Kampf. So, da oben ist. Gabriel. Hallo. Dankeschön. Als erstes will ich das da haben. Tada. Meins. Ich vermute, wir bekommen einen neuen Nagel, oder? Nein, was bist du denn? Ah, wir können mehr gefangene Dämonen tragen. Okay. Was auch immer uns das bringt. So. Hier kommen wir zurück. Ich will aber erstmal eben kurz runtergehen. Das war so nicht. Ne? Was willst du eigentlich? Das ist mal ganz im Ernst. Wieso kann der denn da nicht an den Balken? Naja. So, wir können uns jetzt hier nämlich erstmal noch ein paar Sachen holen. Weil wir ja jetzt die wunderschönen Schwingen hier haben. Tagebuch. Fluch von Tollpatschigen Leonard. Ich verfluche meinen Namen dafür, dass ich die Lagerheilerin beleidigt habe. Wegen ihrer bösen Augen bin ich in der Spitze dieses Turms gefangen. Als ich meinen Arm kratzte, dachte der Kapitän, ich würde mich freiwillig melden. Als ich schließlich hier ankam, versperrte mir eine Falltür den Weg. Mein Schwert zerbrach bei der Suche nach einem Ausweg und ich kann nicht mal jemanden benachrichtigen, da das Signalhorn schon vor einiger Zeit in die Tiefe fiel, als ich kletterte. Ich gab auf und wartete auf die Rettung durch meine Kameraden, doch nach 3 Tagen und 3 langen Nächten habe ich immer noch keine Nachricht von ihnen erhalten. Eine Fledermauskolonie fliegt schon seit Stunden über mir her. Jedes Mal, wenn ich vor Erschöpfung einschlafe, erwache ich mit Dutzenden von ihnen auf mir, die mir mit ihren spitzen Reißzähnen durch die Rüstung das Blut aussaugen. Ich habe sie schon mehrfach verjagt, doch sie kommen immer wieder. Ich fürchte, wenn ich das nächste Mal die Augen schließe, ist es das letzte Mal. Ja, angenehm, ne? So. Was? Das war die falsche Taste übrigens. Ups. He's no rival for us. Was? There's no reason to. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. I can defeat you by myself. Könntest du jetzt einfach nicht sterben? Ich sollte mal die gefangenen Dämonen da deaktivieren, weil die waren doof. So. Wo war das jetzt? Hier war einfach nur ein Shortcut. Das war, glaube ich, wo ich hin wollte. So. Ich gerade gar nicht. Ich verwechsel hier gerade das Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich jetzt nicht komplett ausschließen. Ich hatte im Kopf, dass wir irgendwo hier in dem Gebiet so einen Punkt hatten, wo wir an den Schmerzapplikator nur mit den Schwingen dran kamen.
Nehmen wir doch den da hinten. Die da hinten kümmern wir uns gerade noch nicht. Take him down. Könntest du mir nicht dein scheiß Schild die ganze Zeit ins Gesicht halten? Meine Güte. Die Typen sind ja schon ein bisschen nervig, ne? Gut. Das war nicht der, den ich meinte, aber war auf jeden Fall schon mal ein Schmerzapplikator für uns. Aber ich muss sagen, ich will jetzt hier nicht den kompletten Weg zurückrennen. Na gut, hat zumindest das geholt. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und gucken mal, was Trevor von uns will. Weil ich das, glaube ich, in die nächste Folge legen würde. Ich kletter jetzt einfach erstmal nur wieder da hoch. Und wir sehen uns morgen wieder bei Castlevania Lords of Shadow 2. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.